Also der Kampf um die Weltmeisterschaft der AFSO zwischen AFSO-Europameister Mustafa Genç vom Golden Dragon Basel und Thomas Blank von den Stuttgart Allstars, dem Team CSK. Also Stuttgart 5x3 Minuten ist dieser Kampf angesetzt. Blank genau im Limit mit 82,5 Kilo. Genç hatte einen kleinen Tick zu viel. Für ihn aber überhaupt kein Problem, ohne großen Aufsehens. Ein bisschen schwitzen gegangen, ein bisschen springen gegangen. Und schon hat er später dann die 81,9 Kilo gehabt auf der Waage. Genç punktet jetzt hier in dieser ersten Runde mit seinen Kicks. Man hat auch immer mal eine Faust und eine Aktion mehr drin als Blank. Ja, der Kick war jetzt gut. Von Genç direkt ans Kinn von Thomas Blank. Oh, da ist er voll reingelaufen, der Schützling von Serdar Karaca. Ja, aber es ist ein Pro-WM-Titelkampf, also das kann man auf jeden Fall nochmal freigeben. Aber die Frage ist, Genç ist natürlich erfahren. Der wird jetzt auch nicht übertreiben, aber der steht jetzt Blank vor sich her. Da muss er aufpassen, die Runde ist gleich vorbei. Aber kommt, geht er runter, wird er nochmal angezählt. Wenn nicht, geht der Ringrichter dazwischen. Er übersteht diese erste Runde. Da lächelt Thomas Blank auch noch nach ein paar harten Treffern, die er hier hat einstecken müssen. Das werden wir jetzt auch bestimmt gleich nochmal in der Zeitlupe sehen. Ja, da war schon einmal die linke gut drin von Genç. Das war total abgekontert, diese Linke. Da war Blank auch zu langsam in der Rückwärtsbewegung mit der Faust, dass sie wieder hoch zur Deckung wird und ist bitter bestraft worden. Ja, er macht mal so einen Blick jetzt so in die Ecke von ihm wirft, der macht dann doch noch klaren Eindruck. Aber Genç hat das taktisch sehr gut gemacht in der ersten Runde. Ist das Ganze ruhig angegangen, hat geguckt, wo sind die Schwachstellen bei meinem Gegner, wo kann ich ihn abkontern. Die hat er dann auch gegen Ende der ersten Runde gefunden. Eieiei, also wenn er schlägt, dann muss man aufpassen. Also wie gesagt, die Deckung muss da oben bleiben von Thomas Blank. Und er kommt schon wieder. Die Linke von Genç.
Und die war noch nicht mal voll drin. Und das hat, da hat Blank schon gewackelt. Aber er zeigt Kämpferherz, der Stuttgarter. Muss nur aufpassen. Ich muss nur aufpassen. So ganz sicher wirkt das nicht, wie er auf den Beinen steht. Also, ich lasse mich gerne des Besseren belehren, aber. Links, rechts, beide waren drin. Also wenn jetzt noch mal so ein Treffer in Runde 1 kommt, dann wird es ganz, ganz schwer für Thomas Blank. Weil, sind sie auf der Uhr, 2 Minuten haben wir hier noch. Blank versucht es natürlich dann mit den Boxkombinationen. Die linke wieder drin. Und er muss wieder runter. Und meine Güte, jetzt haben wir noch knapp 1,30 in dieser zweiten Runde. Und das habe ich gerade gesagt. Jetzt wird es schwierig für Blank. Jetzt wird es schwierig für Blank. Der guckt runter zu seinem Trainer, Sada Karaca. Mario Svitanovic, der Ringrichter, guckt ihm in die Augen. Selbst ein ehemaliger erfahrener Kämpfer. Und da muss Blank jetzt aufpassen. Da darf er nicht wieder zurückgucken. Das wird ganz bitter werden für Thomas Blank. Es kommt doch darauf an, gibt jetzt Gensch wirklich richtig Gas, dass er alles auf eine Karte setzt und sagt, ich will diesen Kampf in der zweiten Runde fertig machen. Oder sagt, nee, ich gehe das ganz Step by Step ganz ruhig an. Nein, da hat man eben die Schläge gesehen, die kommen auch nicht mehr mit der Kraft von Thomas Blank. Nicht mehr mit der Power. Jetzt hier nochmal der Uppercut und die linke nachgeschossen. Sekunden, es ist noch. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt von Gensch ein bisschen mehr. Die letzten 10 Sekunden. Kommt jetzt noch mal der Schlag von Gensch. Links, rechts und da wackelt Blank. Und auch nach dieser linken. Junge, Junge. Also, das waren die Treffer, die Blank hat nehmen müssen. Die waren nicht ohne. Uiuiui. Da war keine Koordination mehr in den Beinen da. Da musste Blank runter zu Boden. Wieder mit der linken so trocken und ansatzlos abgeschossen von Gensch. Die Frage ist halt, gut, aber das kann auch nur Sada Karaca selbst beantworten, wie lange man Thomas Gensch in diesem Kampf noch lässt. Ich meine, wenn in seinen Aktionen noch genügend Härte drin wären, dann okay, könnte ich es auch verstehen. Aber wie gesagt, ganz, ganz schwere Aufgabe jetzt für Thomas Blank vor den Stuttgart Allstars. Oh nee, eine Backfist, aber also. Leute, jetzt ganz im Ernst, aber da muss halt mehr Geschwindigkeit drin sein. Daran erkennt man auch, dass, also, jetzt ist die Frage, macht Gensch jetzt ernst? Er weiß, die Schläge kommen nicht mehr so, hat die Aktion von Blank kommen nicht so. Oder gelingt Blank dieser eine Lucky Punch, um Gensch auf die Bretter zu schicken? Ich meine, sowas hat man ja auch schon gesehen. Ich sag nur, Balhari Arkadiusz Wojcik, ähnliche Geschichte, aber ja, die linke von Gensch, die ist halt immer wieder brandgefährlich. Aber natürlich, es hat auch der Stil von Gensch, das hat natürlich auch den Schützling von Kevin Buser Kraft gekostet. Ja, das muss man ja auch sagen.
Ja, aber da kannst du es auch gerne schon mal leisten, die Deckung ein bisschen zu vernachlässigen. Oh, und wieder ein Niederschlag. Und das sollte es gewesen sein. Leute, jetzt ist aber mal gut. Also, der Ringrichter kann es dann als einziges entscheiden, wenn er in die Augen des Kämpfers guckt. Aber, nein, das ist die richtige Entscheidung von Mario Cvitanović. Und es gibt auch keine Gegenwehr von Thomas Blank. Ich denke, absolut vertretbar. Absolut vertretbar, den Thomas Blank hier rauszunehmen. Auch wenn man ihm natürlich für den Mut und den, also ich kenne einige Kämpfer, die hätten da schon früher gesagt, nee, da bleibe ich lieber liegen. Respekt, dass er sich da jedes Mal aufgerappelt hat, aber man muss auch sagen, die Aktion kam nicht mehr so schnell, da war keine Kraft mehr, nichts mehr dahinter, deswegen konnte Gensch auch die Deckung hier vernachlässigen. Und ja, das Urteil kam, wie es kam. Minuten sind wir wieder zurück.